Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, was es hier für ein Video war, auch wenn ihr den Titel schon gelesen habt. Heute gibt es endlich die Roomtour. Also erstmal, ihr müsstet das Zimmer vorher gesehen haben. Also ihr habt das wie, ich habe ja immer an meinem Zimmer gedreht, meine Videos, und habe ein bisschen gesehen, aber nie so mein ganzes Zimmer. Und ich bin auch so dumm, ich habe es nicht gefilmt vorher, also so einen Vorher-Nachher-Effekt habe ich einfach nicht gemacht. Aber ich zeige euch heute einfach mal mein Zimmer, wie es ist. Es ist komplett neu, es ist nichts mehr da, was ich vorher besitzt habe. Es ist wirklich komplett neu und ich freue mich richtig, euch das zeigen zu dürfen. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Okay, also man kommt so erstmal rein und begegnet dann so einem tollen Spiegel hier. Ja, Outfit on Fleek. Auf jeden Fall ist der mega riesig. Ich hatte davor so einen richtig, richtig kleinen Spiegel, wo immer meine Spiegel-Selfies stattgefunden haben. Ja, das ist jetzt mein jetziger Spiegel. Also übrigens, hier ist alles von Ikea. Hat so voll einen schönen Rahmen. Ich liebe diesen Spiegel. Ich bin richtig froh. Und der wird aber noch hier so an die Wand dran gehangen, weil so sieht das ein bisschen komisch aus. Wenn wir uns umdrehen, seht ihr hier meinen Schrank. Ja, der ist jetzt nicht so ordentlich momentan. Wegen der Glow, ich hatte voll Paranoia, dass ich irgendwas nicht finden sollte oder so. Auf jeden Fall sieht diese Seite so aus. Hier sind meine Schuhe drin. Also die habe ich in so einem Dingens von Ikea auch gelagert. Hier sind dann so Kleider, Jacken oder so drin. Also ja, eigentlich. Oh, toll. Oh, nee. Man hat keine Lust jetzt. Ja, so fängt das schon an. Taschen hier so in die Ecke gequetscht. Tops, also so T-Shirts von mir. Da hinten sind Schlaf-T-Shirts. Hier sind auch ein paar Crop-Tops noch. Hier hinten sind Tops. Also so Spaghetti-Tops. Ist meine Unterwäsche gelagert. Dann auf der zweiten Seite sehe ich erstmal meine Tasche, die ich alltäglich benutze. Deswegen ist sie jetzt erstmal da. Und hier nochmal so T-Shirts, die ich öfters mal anziehe. Und, oh ne, nicht schon wieder. Oder halt auch Tops, die ich öfters anziehe. Ja, hier ist gerade irgendwie alles leer, weil es alles in der Wäsche ist. So nach Sommer jetzt alles sortiert. Und ja, hier sind noch ein paar. Ah, übrigens hier von der Glow. Heute war die Glow. Das ist der Goodie Bag, meine Polaroid. Und hier sind noch ein paar Tüten gelagert. Hier sind dann meine Lieblingshosen, die ich wirklich everyday anziehe eigentlich. Hier dann meine Hosen, die ich nicht so oft anziehe. Die ganzen Jogginghosen, Sporthosen bis zu Shorts gelagert. Und hier unten, Leute, das ist das fetteste Ding hier. Besteht nur aus Pullovern. Ich habe so viele Pullovers. Ist mir aufgefallen, das ist schlimm. Den konnte ich mir bei Ikea selber so zusammenstellen. Das ist zu meinem wunderschönen, heißgeliebten Bett. Dieses Bett ist einfach nicht normal. Ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Es ist so gemütlich. Ihr könnt es gar nicht glauben. Auf jeden Fall habe ich hier eine Tagesdecke. So aus so schönem Ding. Dann weiße Bettwäsche. Hier ist Teddy. Hallo Teddy. Ich habe mir meinen Freund zu Valentinstag geschenkt, mein Baby. 1,40 großes Bett. Und ja, es reicht halt vollkommen. Es ist so ein kleines Doppelbett. Und es ist mega, mega gemütlich. Also ich liebe das Bett auf jeden Fall. Auch von hinten aus. Hier sind so ein paar Taschen noch gelagert, weil kein Platz. Und ja, jetzt kommen wir zu meinem besten Teil in diesem Zimmer. Also erstmal, ja, okay, nee, ich zeig's euch jetzt. Schaut. Guckt es euch an. Ich muss da einfach nicht mehr zu sagen. Es ist so geil. Ich habe mir das schon immer gewünscht, aber dachte, nee, Jasmin, es wird nie was. Leute, es wurde was. Es ist so toll. Man kann sich so schön und toll und friedlich schminken. Hier sind dann so Pinsel von mir. Hier sind Lippenstifte, Lipliner, Wimperntuschen, Zangen. Hier noch so kleinere Pinsel, Beautyblender, weitere Zangen. Mein Concealer rein, Babypuder, was alles rettet, was gerettet werden muss.
schaut und nehmt euch kein Beispiel. Das ist sehr unordentlich, weil einfach immer, wenn ich mich schminke, bin ich so einfach reinklatschen, weil kennt ihr das? Ihr müsst euch in Ruhe schminken, aber ihr habt keine Zeit, das dann zu ordnen. Auf jeden Fall liebe ich diesen Teil von meinem Zimmer, glaube ich, am meisten. Das ist auch so eine kleine Stehlampe, die hat 3 Euro bei Ikea gekostet. Habe ich hier noch so ein geiles Schaffell. Das liebe ich über alles, ohne Witz. Ohne Witz, das ist einfach mein Leben. dann habe ich hier noch so einen coolen Stuhl. Auch alles von Ikea, was ihr natürlich seht. Ja, hier ist dann noch so eine kleine Ecke mit Fenstern. Und ja, Leute, that's it. Das ist mein Zimmer. Ich bin übelst glücklich. Also wenn man mein Zimmer vorher gesehen hat, sieht man eine übelste Veränderung. Weil einfach hier war so ein Wandschrank und der ganze Platz, den ich hier hatte, ist einfach da. Also der war weg, aber jetzt ist er da. Mega, mega zufrieden mit diesem Zimmer. Ach ja. Hier, ich habe ja keinen Schreibtisch mehr, aber ich lagere meine Schulsachen so in den. Da gehören sie hin. Nein, also ja, ich lagere die da drin, weil ich sonst nicht weiß, wo ich sie lagern soll. Ich bin, wie gesagt, mega zufrieden. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr mein Zimmer findet. Oder ob ihr noch Vorschläge habt, weil das ist halt ein bisschen. Also hier kommt eigentlich noch ein Fernseher hin, da an die Wand. Und ich habe mir überlegt, noch so ein paar Regale zu machen, um das einfach ein bisschen lebendiger zu machen, das Zimmer. Es ist noch ein bisschen weiß, also sehr, sehr weiß, wie euch vielleicht aufgefallen ist. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, dass euch das Zimmer gefallen hat und dass ich euch ein bisschen zeigen konnte. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Adios! Show me your shoes.